Herzlich willkommen zu Schneider Live. Heute ist der 6. März 2013 und die Sonne scheint. Ich möchte heute ein paar Kommentare kommentieren zu der Eisenbahnfolge Nummer 5. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ja, das Video hat bereits 123.000 Aufrufe, aber 261 Dislikes und nur 43 Likes. Warum? Das kann ich ganz einfach erklären. Moment. Und zwar die Kommentare, also in der Folge ging es darum, dass eine Lok abbrennt auf der Modellbahn. Das hat einen Hintergrund, ich erzähle es jetzt gleich mal. Übrigens, die Sendung ist so ungeschnitten, also ich erzähle es durch, wenn ich ein bisschen sage, dann passiert das halt einfach. Und vielleicht gucke ich ab und zu noch auf den Bildschirm und nicht direkt in die Kamera. Da und dahin. Ja. Hm? Versteht ihr? Also es war folgendermaßen mal. Es war mal der Dampflok, mit der bin ich eine Zeit lang gefahren. Aber irgendwann ist der an einer bestimmten Weiche immer wieder hängen geblieben. Also so, und da haben wir dann so Kontaktspray. Da gibt es so ein bestimmtes Kontaktspray, was also dafür da ist, dass halt der Kontakt von der Schiene zur Modellbahn, also zu den Rädern wieder hergestellt wird. Das ist so eine Flüssigkeit, die ganz schnell wieder verdunstet, aber das Problem ist, die ist brennbar. Da ich mit der Lokomotive jetzt eine Zeit lang gefahren bin, war die Lok warm. So, und wenn Flüssigkeiten, die brennbar sind, mit Wärme in Verbindung kommen, dann kann es passieren, dass es brennt. Und genau das ist der Fall. Wir haben uns das also mal wir haben nicht drüber nachgedacht, wir haben einfach das Zeug drauf gesprüht. Ja, und plötzlich stand die Lokomotive in Flammen. Glücklicherweise konnten wir es noch mit einer Decke. Ich habe jetzt hier kein Exemplar zur Verfügung, ich zeige jetzt erstmal hier eine Decke, also mit irgend so einer Decke konnten wir das dann löschen. Und ja, die Lokomotive sah dann aber nicht mehr so gut aus. Ich stelle jetzt auch mal ein Foto hier unten oder irgendwo in irgendeiner Ecke ist jetzt mal ein Foto von der Lokomotive. Die fährt auch nicht mehr. Durch die Versicherung haben wir natürlich eine neue bekommen, aber ich habe jetzt gedacht, okay, die Lokomotive weghauen wird sie, ne? Wir haben einen Schrottplatz gebaut für die extra. Und ich habe mir gedacht, machst du halt noch einen Film. Und da ist halt der Lokbrand rausgeworden. Aber viele haben es nicht so verstanden, wie es gemeint war. Ich kann ja mal ein paar Kommentare vorlesen. Moment, ich lehne mich kurz aus dem Bildschirm. Also, manche schreiben, ich kann mir den Rechner mal ein Stück herholen. Ich hole mir mal den Rechner. Also, manche schreiben, cool gemacht, ne? Freut mich. Dann manche schreiben, Modellbahn ist kein Hobby. Um irgendwas in Brand zu stecken, wenn du unbedingt Loks für 100 Euro oder mehr anzünden musst, dann such dir ein anderes Hobby. Ich finde so etwas einfach dumm. Lieber Train Player 100. Wie gesagt, ich habe es gerade erklärt, es war nicht absichtlich, also ist nicht absichtlich für diesen Film etwas in Brand gesteckt worden. Ich lese mal weiter. Schon mal was von Animation gehört. Achso, der hat auf irgendwas geantwortet. Achso, auf das Kommentar, was ich gerade vorgelesen habe, schon mal was von Animation gehört. Der andere hat wieder geschrieben, das Video ist nicht schlecht, aber du hast hoffentlich die Lok nicht extra angezündet. Das ist 100% richtig, Handyproll 999. Also ich finde es gut, habe selbst schon mit Flammtricks gearbeitet, wem es nicht gefällt, das soll einfach mal weiterklicken. Hat der Gartenbrenner gesagt. Das ist richtig. Schöne Anlage, aber sorry, so fetter Fake mit dem Feuer und what the fuck, die Lok hat in der Hand gebrannt, ja. Als wir das Zeug getroffen hat mir in der Hand und da hat das halt gebrannt in der Hand. Hier, The Nine Trains hat geschrieben, also ich finde das Video gut, man kann halt nicht so Effekte erstellen wie in Hollywood, aber leider wissen 151 Leute zu dem Zeitpunkt nicht, dass sich ja jemand mit einer blühenden Fantasie die Mühe gemacht hat, so ein Video zu schneiden und es hochzuladen, damit er was zum Ansehen hat und die Mittel für ihn zur Verfügung standen, ist doch wirklich gut gelungen. Also, viele positive, aber ich habe die richtigen negativen. Also eins habe ich mal gesehen, Moment. Ja, das Gehäuse ist Kunststoff, es brennt nicht, es schmilzt. Ja, gesundheitsschädlich. Also sowas ist nicht rumzuspaßen. Das hat er das gleiche geschrieben. Ach so, das bekommt ja meine Oma besser hin. Zündet die Lok da einfach wirklich an. Haben wir ja, aber ein bisschen vorher, ohne das zu filmen. Weil
Zwischen hat man keine Kamera zur Hand. Danke, das war so schlecht, dass der verdorbene Lachs vorne wieder rausgekommen ist. Bitte, Javi 1999. Freut mich sehr, dass das funktioniert hat. Das war das Ziel davon. Hä, wie dumm, also das Feuer dazu sage ich jetzt mal nicht. Erinnert mich irgendwie an die Serie Thomas, die kleine Lokomotive und seine Freunde. Das einzige Gescheite in diesem Video ist der Ansager. Das bin übrigens ich. Das bin übrigens. Sag mal. Wie im Let's Play. Das bin übrigens ich, bloß mit einer verzerrten Stimme. Wem es schon mal interessiert hat, wer die Eisenbahn spricht. Also ich. Ah, hier, das Kommentar. Sowas kann ja nur von einem Ossi kommen. Hm? Tut mir leid, dass ich im Osten geboren bin. Eigentlich kann man sagen, ich bin hier im Osten geboren, sondern in Deutschland, da ich nach der Wende geboren bin. Ja, also kann man nicht sagen, sowas kann nur vom Ossi kommen. Da freut mich, dass der T-Stone Studios dazu geschrieben hat. Damit meinst du wohl, die Wessis bekommen es nicht hin. Oder nicht, also nicht ansatzweise so gut hinbekommen. Voll mit PC bearbeitet, schlecht gemacht. Ja, ich hab's nicht mit dem Telefon bearbeitet, tut mir leid. Schöne Platte. Ja, ist eine schöne Anlage. Dir ist langweilig, oder nicht? Cool gemacht. Das war doch kein echtes Wort. So, das waren jetzt die Kommentare dazu. Also, falls... Guckt euch die Folge mal wirklich an und lest euch mal die Kommentare durch. Also, ich habe mich immer darüber gefreut. Das ist auch eines der besten Videos bei uns auf dem Kanal. Freut mich immer wieder, das anzugucken. Mir gefällt's. So, gibt es noch was zu erzählen? Diese Sendung, also Schneider Live, wird es... ab und zu jetzt mal auf diesen Kanal geben, aber hauptsächlich wird demnächst auf unserem zweiten Kanal Philips Gaming hieß da zurzeit, die Philips-Schuhe gestartet. Das ist erstmal Test, weil die sollen vielleicht auf noch einen neuen Kanal starten und dann sollte ein Philips-Netzwerk entstehen, wo Filmschuhe Schneider, Philips Gaming und dann der normale Philips-Kanal und vielleicht noch ein paar neue dazukommen würden. Also schaltet einen auch auf unserem Let's Play-Kanal jetzt. Nee, wohl die andere Ecke. Jetzt hier unten eingeblendet. Und wenn nicht, dann guckt auf unsere Internetseite. Die ist jetzt über mir, weil unter mir ist irgendwie kein Platz mehr. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder nächsten Mittwoch dann, nee, in zwei Wochen am Mittwoch, zur My Video Wash Hour. Da habe ich nämlich einen Lego-Film dazu gedreht. Also, viel Spaß. Tschüss.